Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen später erst anschalten, aber mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar, wenn ihr das jetzt hier seht, ich muss mal gucken, nicht dass die Ampel ziemlich schon grün, ich halte gleich nochmal an. Ja, weil wir haben heute einen historischen Wechsel, einen historischen Tachowechsel. Naja, nicht Tachowechsel, aber Zahlenwechsel. So, ich halte hier mal kurz an. Und ich glaube, jetzt sollte man es sehen. 24.999,2 Kilometer. Somit begrüße ich euch nochmal und ja, ich mache heute eine schöne Fahrt von ja so rund 22 Kilometer, sage ich mal, eine Tour. Die Tour zurück kann man sich ja dann ausrechnen, ungefähr, ja, ich sage mal so 45 Kilometer ungefähr. Ja, wir fahren mal weiter. Es ist auch schon Nachmittag, also die Uhr hier stimmt so oder so nicht. Morgens um 7:30 bin ich eigentlich selten unterwegs. Nein, es ist schon Nachmittag. Sozusagen auch Kaffeezeit. Ja, nicht direkt Kaffee, ja doch, direkt Kaffeezeit, aber in erweiterten Sinne. Das heißt, wir liegen noch drinne, wenn ich dort ankomme und dort bestimmt auch einen Kaffee erwarten kann. Aber ich habe zur Sicherheit natürlich auch ein Päckchen Kaffee mitgenommen. Ja, man soll ja auch nicht nur irgendwo hinfahren mit leeren Händen. Zumindest schreibe ich mir das normalerweise so vor. Aber es passiert natürlich auch schon mal. Ja, ihr seht, ich habe wirklich viel um die Ohren. Ich mache ja nun auch viele Videos. Und das ein oder andere, wie jetzt auch wieder meine Ausfahrt, aber das muss auch mal zwischendurch sein. Ja, ja. Und vor allem die noch schönen Tage genießen. Und noch mal kurz anhalten. So, wir sind bei 25.000 Kilometer und gehen sogar jetzt schon auf die 25.001 Kilometer. Gut, weiter geht's, aber ich soll jetzt nicht andauernd hier angehalten werden, weil ich muss ja noch ein paar Meter machen. Also. Keep thinking that I could have done something. But now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold.
was kommt uns da denn Schönes entgegen? Ein Twig, das heißt mal Daumen hoch für das Twig. Jawohl, haben wir jetzt mit auf dem Video. Schön. Ja, ihr habt ja nun auch mitbekommen, dass ich die Beverly vom Piaggio da habe. Da geht es die Tage jetzt dran. Ich nehme nun mal erstmal den Variomatic-Deckel runter, um dort ja nachzuschauen, was da so ein bisschen, ja, vielleicht klappern. Man kann es gar nicht klappern nennen. Ein Geräusch, sage ich mal. Mehr oder weniger ein Geräusch macht. Es ist aber nichts Dramatisches. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, und dann ist noch ein Kampftag mit Udo angesagt. Was hat das mit diesem Kampftag auf sich? Und zwar, Udo meinte oder war der Meinung, Peter, du hast gerade so viel hier noch stehen. Wie wäre es denn, wenn ich dir jetzt mal helfe und dass du ein bisschen vorankommst? Zur Not natürlich auch ohne Kamera. Dass mal wieder ein sichtbarer Erfolg da ist. Er sagte zwar, es ist schön, wenn man die Leute natürlich bei jedem Stück mitnimmt, aber das hängt ja dann immer nur vom Video ab und das kann es doch nicht sein. Und daraufhin habe ich gesagt, ist okay, dann machen wir diesen Kampftag. Ja, ich würde doch sagen, wir sind hier an einem Bahnübergang. Ein beschränkter Bahnübergang. Hier an diesem Bahnübergang wird schon eine ganze Ewigkeit gebaut, weil hier was umstrukturiert wird. Und dieser Herr bedient das alles. In Schichten wird hier gearbeitet. Ja, jetzt heißt es, einen Augenblick warten. Lasse ich meinen Motor laufen, weil meine Batterie noch nicht voll ist. Also es reicht noch nicht aus, um den Roller mit dem E-Start anzumachen. Ja, das ist, wenn die Roller zu lange stehen und nichts passiert dran. Ich habe mal kurz angehalten, eine kleine Pause. Obwohl ein paar Meter, dann hätte ich auch die richtige Pause machen können. Aber nein, ich wollte euch nochmal diesen schönen Torbogen zeigen. Ja, also ich erfreue mich immer, wenn ich so eine alten Bauten noch sehe, wo man auch noch drunter durch und was drüber wegfährt. Ja, diejenigen wissen gar nichts, dass ich schon hier vor Ort stehe. Das werden sie gleich merken, aber sie werden auch das Video sehen. Gut, also ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt meine Pause zu Ende und dann fahren wir weiter. Hört mal, was ich gerade gemacht habe. Und Erika und kleine Familie, ich wollte mich einfach mal melden. Ja, ich sitze jetzt hier ein bisschen im Garten und relaxe ein bisschen. Mal gucken, was so der Tag noch bringt, ne? Aber heute mal voll Ruhe oder volle Ruhe. Ja, ihr wisst, ich bin immer für ein kleines Späßchen aufgelegt und jetzt kommt auch schon eine Rückantwort. Ja, ich muss ja ein bisschen gelangweilt tun, als ob ich gelangweilt im Garten sitze.